Ja, hallo. Bei meinen Vorbereitungen zum nächsten Schaltungstechnik-Video habe ich mir überlegt, dass ich den totalen Anfängern vielleicht ein bisschen theoretisches Wissen noch mit auf den Weg geben möchte. Und darum geht es heute um die Grundlagen der Halbleitertechnik. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt, eurem Bildungsfernsehen auf YouTube. Ich weiß natürlich, dass die Bastelprojekte immer besser ankommen als die Grundlagenvideos. Wer aber als Anfänger sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigen und nicht nur herumfriemeln will, der wird sich nach und nach auch mit den Grundlagen beschäftigen müssen. Heute mal ein Versuch, das Ganze in einem etwas anderen Format zu präsentieren. Eigentlich wollte ich mir hier eine Tafel hinstellen, aber wir versuchen es heute mal mit der virtuellen Tafel. Wer mit dem Thema Halbleiter bisher nichts zu tun hatte, für den wird das heute schon recht anspruchsvoll werden. Ich werde versuchen, nicht tiefer in die Materie einzusteigen als notwendig, aber wenn wir die Zusammenhänge wirklich verstehen wollen, dann müssen wir schon etwas mehr als nur an der Oberfläche kratzen. Die Frage, die sich automatisch stellt bei dem Thema ist, was sind denn eigentlich Halbleiter? Wenn wir mal die organischen Halbleiter außen vor lassen, dann bekommen wir es mit zwei Gruppen zu tun. Das erste sind die Elementhalbleiter. Sie bestehen nur aus einem einzigen chemischen Element. Die bekanntesten sind Germanium, Silizium oder Selen. Silizium ist das im Moment am häufigsten verwendete Halbleitermaterial. Glücklicherweise wird es uns so schnell nicht ausgehen. Etwa ein Viertel der Erdkruste besteht aus Siliziumverbindungen. Die zweite Gruppe, das sind die Verbundhalbleiter. Sie bestehen aus mehreren chemischen Elementen. Dazu zählen zum Beispiel das Galliumarsenid, Indiumphosphid oder Aluminium-Gallium-Arsenid. Der Begriff Halbleiter legt ja nahe, dass sie in der elektrischen Leitfähigkeit irgendwo zwischen den Nichtleitern und den guten elektrischen Leitern liegen. Im Prinzip stimmt das, aber wenn wir uns mal die Leitfähigkeit von Germanium und Silizium anschauen, dann lesen wir da irgendwas von 10 hoch minus 6 oder 10 hoch minus 10. Das heißt, die reinen Halbleiter sind eher Nichtleiter. Um die Vorgänge in so einem Halbleiterkristall zu verstehen, müssen wir uns nochmal mit dem Atommodell beschäftigen. Dazu könnt ihr euch nochmal das Video ansehen, was ist Elektrizität? Ich werde das Wichtigste aber hier nochmal wiederholen. Der Atomkern besteht aus Neutronen und positiv geladenen Protonen. Die Anzahl der Protonen bestimmt, mit welchem Element wir es zu tun haben. Das lässt sich auch anhand der Ordnungszahl im Periodensystem der Elemente ablesen. Um den Atomkern herum kreisen negativ geladene Elektronen. Im Normalfall ist die Anzahl der Protonen und Elektronen gleich, sodass sich die Ladungen aufheben. Das heißt, das Atom ist nach außen hin elektrisch neutral. Die Elektronen können sich aber jetzt nicht beliebig in der Atomhülle bewegen, sondern nur auf ganz bestimmten Bahnen. Oder, weil wir uns das Ganze ja dreidimensional vorstellen müssen, auf ganz bestimmten Schalen um den Atomkern herum. Diese Schalen werden dann mit Buchstaben bezeichnet, KLM, das muss uns aber nicht weiter interessieren. Jede dieser Schalen kann nur eine bestimmte Anzahl Elektronen aufnehmen. Wie viele lässt sich ganz einfach mit der Formel hier berechnen, 2n hoch 2. Für n setzen wir einfach ein, welche Schale wir meinen. Das bedeutet, auf der ersten Schale haben maximal zwei Elektronen Platz. Ab dem Element Lithium mit der Ordnungszahl 3 wird dann die zweite Schale aufgemacht. Die kann dann mit maximal 8 Elektronen besetzt werden, die dritte mit 18 und so weiter. Wir interessieren uns aber nur für die Elektronen in der äußeren Schale. Warum? Der erste Grund ist, das sind die Elektronen mit der höchsten Energie. Wenn wir jetzt weitere Energie zuführen, können diese Elektronen sogar ihr Atom verlassen und sich frei im Raum bewegen. Das ist überhaupt mal die Voraussetzung dafür, dass ein Strom fließen kann, frei bewegliche Ladungsträger. Ein weiterer Grund ist, dass diese Elektronen beteiligt sind an der Ausbildung sogenannter Valenzen. Deshalb nennt man sie auch Valenzelektronen, falls ihr den Begriff mal hört. Valenz bedeutet ja so viel wie Bindung. Das heißt, die spielen eine Rolle, wenn es darum geht, dass sich Atome miteinander verbinden. Warum machen Atome sowas überhaupt? Nur dazu müssen wir wissen, dass sich so ein Atom besonders wohl fühlt bzw. besonders stabil ist, wenn die äußere Schale mit 8 Elektronen besetzt ist. Wie viel Außenelektronen ein Atom hat, können wir im Periodensystem anhand der Hauptgruppe ablesen, in der sich dieses Element befindet. Das heißt, die Elemente der achten Hauptgruppe besitzen bereits 8 Außenelektronen. Ausnahme Helium, das hat nur 2. Das ist die Gruppe der Edelgase.
Und deshalb sind Edelgase nur sehr schwer dazu zu bewegen, sich mit anderen Atomen zusammenzutun. Die sind glücklich und zufrieden, so wie sie sind. Wie sieht es bei unseren Halbleitern aus? Nun, die stehen in der vierten Hauptgruppe. Das ist der Grund, warum sich beispielsweise ein Siliziumatom mit vier weiteren Siliziumatomen zusammentut. Das heißt, die äußeren Schalen durchdringen sich und die Atome bilden miteinander gemeinsame Elektronenpaare. So füllt jedes Atom seine äußere Schale mit 8 Elektronen auf, vier eigene und vier geborgte. Jetzt sind alle Außenelektronen mit der Bindung beschäftigt. Das heißt, wir haben jetzt gar keine freien Elektronen mehr. Die Halbleiter müssten also ideale Isolatoren sein. In der Praxis ist es so, dass das nur beim absoluten Temperaturnullpunkt, also 0 Grad Kelvin oder minus 273,15 Grad Celsius der Fall ist. Durch Temperaturerhöhung geben wir dem Kristall ja mehr Energie und dann kommt es doch vor, dass hin und wieder mal eine so eine Bindung aufbricht. Das heißt, ein Elektron macht sich jetzt auf die Reise und bewegt sich durchs Kristall. Das Elektron hinterlässt bei seinem Atom ein Loch, eine Fehlstelle. Dem Atom fehlt jetzt eine negative Ladung und das wirkt nach außen hin positiv geladen. Um die Vorgänge in Halbleitern einfacher verstehen zu können, nehmen wir an, dieses Loch wäre ein positiver Ladungsträger. Wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt, das ist gar nichts, das ist kein Teilchen, sondern einfach nur eine Fehlstelle. Es entsteht jetzt also ein Ladungsträgerpaar, ein negatives Elektron und ein positives Loch. Wenn wir jetzt an den Kristall eine Spannung anlegen, dann wandert das Elektron in Richtung des Pluspols. Allerdings saust es nicht durch den gesamten Kristall durch, sondern nur so weit, bis es auf ein anderes Atom trifft, dem auch ein Elektron fehlt. Dort besetzt es dann diese Fehlstelle, man sagt, es rekombiniert. Genauso kommt irgendwann von der anderen Seite ein Elektron, das jetzt die Fehlstelle besetzt, die unser erstes Elektron hinterlassen hat. Das heißt, die Elektronen hüpfen quasi von Loch zu Loch. Gleichzeitig sieht es so aus, als würden sich die Löcher genau in die andere Richtung bewegen. Diesen Vorgang nennt man Eigenleitung. Die ist allerdings nicht sehr groß, wie wir ja an den Leitfähigkeiten gesehen haben. Bei Germanium kommt bei Zimmertemperatur etwa ein Elektron auf 10 hoch 9 Atome. Um das zu ändern, kann man jetzt gezielt Fremdatome in diesen Kristall einbringen. Man nennt diesen Vorgang Dotierung. Man benutzt dazu die Elemente der dritten oder fünften Hauptgruppe. Nehmen wir mal an, wir ersetzen ein Siliziumatom durch ein Phosphoratom. Phosphor hat 5 Außenelektronen, 4 davon brauchen wir für die Bindung. Ein Elektron hätten wir jetzt übrig, das könnte uns als zusätzlicher freier Ladungsträger zur Verfügung stehen. Mehr freie Ladungsträger bedeutet, unser Kristall wird besser leitend. Da wir jetzt einen Überschuss an negativen Ladungen erzeugen, nennt man das Ganze auch N-Dotierung oder den Kristall N-leitend. Wir dürfen jetzt aber eins nicht verwechseln. Die Formulierung überzählige Ladung bezieht sich nur darauf, wie viele Ladungen für die Bindung gebraucht werden. Das heißt nicht, dass wir jetzt einen Überschuss an Elektronen insgesamt haben. Im gesamten Kristall ist die Anzahl der Protonen und Elektronen immer noch gleich. Das heißt, der Kristall bleibt nach außen hin neutral. Das Gleiche können wir jetzt versuchen, indem wir ein Siliziumatom durch ein dreiwertiges Atom, zum Beispiel Bor, ersetzen. In dem Fall fehlt uns jetzt ein Elektron für die Bindung und es entsteht eine zusätzliche Fehlstelle. Wir hatten ja gesagt, wir sehen diese Fehlstelle als Ladungsträger an. Damit bringen wir also eine zusätzliche positive Ladung dort ein. Darum nennt man das Ganze jetzt P-Dotierung und den Kristall P-leitend. Durch unsere P- oder N-Dotierung haben wir erreicht, dass unsere Halbleiterkristalle besser leitend werden. Wozu aber der ganze Aufwand? Wenn wir einen guten elektrischen Leiter brauchen, können wir ja genauso gut einen Kupferdraht nehmen, das ist viel einfacher. Über eine Eigenschaft der Halbleiter haben wir noch nicht geredet. Halbleiter sind sogenannte Heißleiter. Das bedeutet, mit steigender Temperatur wird ihre Leitfähigkeit immer besser. Das ist genau umgekehrt wie bei den Metallen zum Beispiel. Bei denen steigt der elektrische Widerstand mit der Temperatur an. Man kann also solche Halbleiterkristalle zum Beispiel nutzen als Temperatursensor. Anstelle von Wärme kann man aber auch die Energie auch als Licht zuführen, wie bei so einem Photowiderstand zum Beispiel. Den kennen wir schon von unserem Dämmerungsschalter. Ich habe mal den Photowiderstand gemessen. Bei normaler Umgebungslichtstärke, die zurzeit nicht besonders hoch ist,
haben wir einen Widerstand von etwa 1,2 Megaohm. Und wenn ich jetzt meine Schreibtischlampe in direkter Nähe anschalte, dann sehen wir, dass der Widerstand auf etwa ein Fünftel sinkt, 240 Kiloohm. Das ist ja alles ganz nett, aber der eigentliche Clou, der kommt jetzt erst. Was passiert, wenn wir zwei unterschiedlich dotierte Halbleitergebiete zusammenbringen? Wir haben einen Kristall, der auf einer Seite p-dotiert, auf der anderen Seite n-dotiert ist. Im n-Gebiet haben wir freie Ladungsträger in Form von Elektronen. Im p-Gebiet haben wir Löcher, die gerne von Elektronen besetzt werden wollen. Was wird also passieren? Na klar, die Elektronen wandern jetzt rüber in das p-Gebiet und rekombinieren dort. Dadurch entsteht hier ein Bereich, der dann wieder frei ist von Ladungsträgern und deshalb kann kein Strom fließen. Man nennt dieses Gebiet dann auch Sperrschicht. Jetzt wäre es natürlich nicht schön, würden jetzt alle Elektronen mit den Löchern rekombinieren, weil dann hätten wir am Ende wieder ein isolierendes Stück Halbleitermaterial und wir hätten uns den ganzen Aufwand sparen können. Glücklicherweise passiert etwas anderes. Denken wir mal nach. Auf der N-Seite sind jetzt Elektronen abgewandert. Zurückgeblieben sind positiv geladene Atomrümpfe. Deshalb lädt sich der Kristall an dieser Stelle positiv auf. Auf der anderen Seite sorgen unsere zusätzlichen Elektronen dafür, dass sich der Kristall hier negativ auflädt. Es entsteht also ein elektrisches Feld, eine elektrische Spannung. Diese Barriere wird mit der Zeit so hoch, dass es den Elektronen aus dem N-Gebiet nicht mehr möglich ist, in das P-Gebiet zu kommen, weil Minus und Minus, das mag sich nicht. Das heißt, dieser Vorgang stoppt irgendwann. Interessant wird es, wenn wir jetzt von außen eine Spannung anlegen. Nehmen wir mal an, wir legen den Pluspol an das N-Gebiet und den Minuspol an das P-Gebiet. Die äußere Spannung hat jetzt die gleiche Polarität wie die innere Barriere. Dadurch verstärken wir diesen Effekt noch. Die Elektronen wollen zum Pluspol, die Löcher wollen zum Minuspol. Unsere Sperrschicht verbreitert sich und es kann kein Strom fließen. Anders sieht es aus, wenn wir das Ganze jetzt umpolen. Jetzt wirkt unsere äußere Spannung dieser Barriere entgegen. Wenn die äußere Spannung einen bestimmten Wert überschreitet, dann verschwindet diese Barriere und damit die Sperrschicht und es ist ein ungehinderter Stromfluss möglich. Wir haben jetzt also ein elektrisches Ventil, das den Strom nur in eine Richtung fließen lässt. Und das war die Geburtsstunde der Halbleiterdiode. Ich hoffe, ihr seid jetzt noch da, denn das Schlimmste haben wir jetzt hinter uns. Ich will jetzt noch eingehen auf ein paar Sonderformen von Halbleiterdioden. Dazu schauen wir uns aber erst nochmal die Kennlinie so einer Diode an. Wenn wir eine Spannung in Durchlassrichtung anlegen, dann passiert zunächst mal noch nichts und erst beim Erreichen einer Schwellspannung beginnt ein Strom zu fließen und die Diode verhält sich jetzt wie ein ganz normaler Widerstand. Diese Schwellspannung, die ist abhängig vom Material und liegt bei Silizium ungefähr bei 0,7 Volt, bei Germanium etwa 0,3 Volt. Drehen wir die Spannung um, dann fließt normalerweise kein Strom. Wenn wir jetzt aber die Kennlinie mal vergrößern würden, dann würden wir feststellen, dass doch ein ganz geringer Sperrstrom fließt. Das liegt einfach daran, dass ein gewisses Maß an Eigenleitung ja immer vorhanden ist. Dieser Sperrstrom sollte natürlich möglichst gering gegenüber dem Durchlassstrom sein. Wir dürfen es jetzt mit der äußeren Spannung aber auch nicht übertreiben, denn dann steigt dieser Sperrstrom plötzlich lawinenartig an. Es kommt zum Durchbruch und unsere Halbleiterdiode wird eventuell zerstört. Es gibt also zwei Werte jetzt für uns als Praktiker beim Einsatz solcher Halbleiterdioden, die wir aus dem Datenblatt entnehmen müssen. Das eine ist die maximale Sperrspannung, damit wir diesen Effekt hier verhindern. Und das andere ist der maximale Durchlassstrom, denn auch in Durchlassrichtung darf der Strom natürlich nicht zu groß werden, weil sonst durch Erwärmung die Diode auch zerstört wird. Normalerweise wollen wir diesen Durchbruch ja hier verhindern. Man kann den Effekt aber auch technisch nutzen, wenn wir dafür sorgen, dass der Strom nicht zu stark ansteigt. Mit steigender Sperrspannung steigt zunächst mal die Spannung über der Diode auch an. In dem Moment, wo der Durchbruch erfolgt, bleibt die Spannung über der Diode konstant, auch wenn die äußere Spannung sich weiter erhöht. Das heißt, man kann diesen Effekt nutzen, um Spannungen zu stabilisieren oder um Signalspitzen abzuschneiden. Solche Dioden werden für diesen Zweck extra gezüchtet und sie sind bekannt unter dem Namen Z-Diode oder Zener-Diode. Den Begriff Zener-Diode benutzt man heute seltener, weil der Zener-Effekt,
nur einer von vielen Effekten ist, der zu diesem Durchbruch führt. Deshalb sagt man heute meist kurz Z-Diode. Sehen wir uns unseren PN-Übergang nochmal an. Wir haben hier links ein P-leitendes Gebiet, rechts ein N-leitendes Gebiet und in der Mitte eine Sperrschicht, die isoliert. Woran erinnert uns das? Nun an einen Kondensator. Links und rechts die Kondensatorplatten und in der Mitte das Dielektrikum. In der Tat hat so ein PN-Übergang natürlich eine gewisse Kapazität. Das Gute ist, wir können diese Kapazität jetzt steuern, denn über die Spannung regulieren wir die Breite der Sperrschicht. Kommen die Platten weiter zusammen, steigt die Kapazität, gehen die Platten weiter auseinander, sinkt die Kapazität. Man nutzt sowas zum Beispiel, um Schwingkreise in Empfängern abzustimmen. Früher hat man sowas üblicherweise mit solchen Drehkondensatoren gemacht. Heute macht man das mit solchen Kapazitätsdioden, vor allem bei hohen Frequenzen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass man natürlich so eine Kapazitätsdiode besser in einen Schaltkreis integrieren kann als sowas hier. Eine weitere Möglichkeit ist, diesen PN-Übergang, diese Diode in ein durchsichtiges Gehäuse einzubauen. Fällt jetzt Licht auf diesen PN-Übergang, entstehen dort wieder Ladungsträgerpaare. Durch das innere elektrische Feld werden diese jetzt voneinander getrennt und wir können außen am Kristall eine elektrische Spannung messen. Wenn wir den Stromkreis schließen, dann fließt ein Photostrom in Abhängigkeit von der Lichtstärke. Wir haben jetzt also einen Photosensor. Wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen größer betrachten, erzeugen wir hier ja direkt aus dem Licht eine elektrische Energie. Das ist das Prinzip Solarzelle. Man kann solche Photodioden auch in Sperrrichtung betreiben. Dann wertet man den Sperrstrom aus, der auch von der Lichtstärke abhängig ist. Der Vorteil ist, in Sperrrichtung haben diese Dioden eine kleinere Kapazität. Denken wir wieder an unsere Kapazitätsdiode. Dadurch können sie auf schnellere Lichtwechsel reagieren. Ja, und zum Schluss so ein Bauelement, was vor allen Dingen in den letzten Jahren stark an Bedeutung zugenommen hat, die Leuchtdiode. Leuchtdioden werden in Flussrichtung betrieben. Man nutzt da den Effekt aus, dass bei der Rekombination eines Elektrons mit einem Loch Energie frei wird. Denn das Elektron bewegt sich ja von einem höheren Energieniveau in ein niedrigeres. Vor allem bei Verbundhalbleitern geschieht das durch Abgabe eines Lichtquants. Das heißt, es wird eine optisch sichtbare Strahlung abgegeben. Wie hoch diese Frequenz ist, beziehungsweise welche Lichtfarbe dort abgestrahlt wird, das hängt von der Zusammensetzung des Halbleiters ab. Da jetzt ja ständig Elektronen mit den Löchern rekombinieren, während dort ein Strom durch die Diode fließt, beginnt also dieser Kristall zu leuchten. So, ich hoffe, ich konnte euch bis hierhin Schritt für Schritt mitnehmen. Und das Ganze war einigermaßen verständlich. Sagt mir dazu eure Meinung. Auch wie ihr dieses Videoformat findet. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns alle wieder beim zweiten Teil Grundlagen der Halbleitertechnik und da geht es dann um den Transistor.